Hallo. Du da. Komm, komm, komm da weg. Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Stickasa. Wir haben die Auswahl zwischen zwei Leveln. Und ich denke, wir nehmen erst das untere, einfach weil das die niedrigere Zahl hat. Hier Welt 3,8 und das da oben ist Welt 3,11. Also gehen wir zuerst in den Ästelpfad. Es gilt nur noch ein Wiggler-Segment zu finden. Ich war hier schon drin, aber ich habe das Ziel nicht gefunden. Genau, das war's. Das war's. Da habe ich ja Ende der letzten Folge Kacke erzählt. Verdammt. Na gut. Gehen weit hier hin. Ui. 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 Gefährlich. Hier wird es gefährlich. Glaube ich zumindest. Finde es interessant, dass man da hinten schon alles sehen kann, aber man im Prinzip noch gar nichts damit anfangen kann. Schau mal, da fehlt was! Geh weg! Mein Kämpfen lohnt sich hier eh nicht, weil man keine Erfahrungspunkte bekommt. Was? Wo ist das denn hingeflogen? Gut, dann nehme ich das. Oh Gott. Nummer eins. Nein, nicht abziehen. Ich wollte. Oh. Geht gar nicht. Ist hier ein unsichtbarer. Nee. Kein unsichtbarer Block. Aha. Süß gemacht. Her damit. Das doch hier sieht auch verdächtig aus. Dieses Sumpfloch. Oh. Uah. Scheiße. Schau mal. Noch mehr solcher mysteriösen Dinge. Und gemeine Dinge vor allem. Gib mir das. So, das ist auch weg. Ne, nein. Ja. Ach, verdammt. Lass mich das abziehen. Nein. Ich muss ihn besiegen. Ich muss ihn besiegen. Ich wollte gerade sagen, der hat ganz schön viel KP. Aber er ist zu zweit. Mist. Schade, schade, Schokolade. So, wir nehmen einen Sprung und einen Panzer. Alles klar. Zack und zack. Wow. Es hätte so gut sein können. Da! Kommt so langsam an. Und dann sowas, ne? Dieser kleine Schweinehund. Guck mal, wie klein der jetzt ist. Hat sich ausgetintet. Ich hoffe, ich treffe. Nein. Tja. Jetzt ist er wieder voll. Und ich noch zwei Runden bedröppelt. So, komm, bitte, bitte, bitte. Nein. Er hat doch nur noch ein KP. Gibt's doch nicht. Eine Runde noch. Da muss ich doch was tun können. Ich könnte mich heilen. Das kann ja nicht daneben gehen. Hier ist mein Pilz. Ja, siehst du. So, letzte Runde. Auf die Nase, verdammt, nochmal, Mensch. So, das war anstrengender, als es hätte sein sollen. Da! Warte, da war noch was! Oh nein, Pixies. Da. Die Pixies mag ich nicht. Ah gut, jetzt bin ich hier oben. Ah, da ist das Teil. Alles klar. Das andere links möchte ich aber trotzdem abmachen. Hier.
Das hier. Oh, no, jetzt wäre ich da fast wieder reingesprungen. Oh, ein Glitzerschuh. Okay, da passiert nichts. Halb so wild. Nee. Geh weg. Man muss hier echt vorsichtig sein. Du gehst mal gepflegt weg. So, na, der hat mich auch noch getroffen. Dieser Schwachmat. Nein, 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 nicht. Nein, nein, nein. Na. Ich weine gleich. Jetzt ist das da dran. Natürlich trifft es mich noch. Er hat mich nicht gesehen. Alles klar, jetzt haben wir hier Treppenstufen und könnten ins Ziel, aber wir sind ja neugierig. Wir sind ja übelst neugierig und suchen ja auch noch das letzte Segment. Ja, ja genau. Lass das. Erstmal drauf einprügeln. Machen wir es so. Hey, was fällt euch ein, jemanden zu ärgern, der kleiner ist als ihr? Schämt ihr euch denn gar nicht? Ja, wo, ich bin ein kleiner, schwacher Niemand. Nein, worauf bin ich? Darauf bin ich gar nicht stolz. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir hier etwas helfen könntest. Können wir sie bestechen? Mario, vielleicht solltest du den Typen... Tatsächlich. Münzen rüberschieben. Nein, 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 nein. Jetzt gibt's Saures. Das ist mein Mario. Los, gib ihnen Saures. Alles klar. Alles klar. So, wir drehen am Stickerrad. Nein! Oh Gott sei Dank. Das ist immer sehr gefährlich. Wir nehmen einen Hammer und die pushen. Super. Super. Yeah. Yeah, perfekt. Sehr schön. Oh, da gibt es viele Münzen. Obwohl, so viel waren es nicht. Es sah nur nach viel aus. Und geht's dir gut, Kleiner? Ah. Ja, du hast mich gerettet, Mario. Und wieder mal vielen, vielen Dank. Meine Reisen waren bis jetzt recht anstrengend. Da dachte ich, im Wald finde ich vielleicht ein wenig Ruhe. Und dann bin ich hier und überall ist Gift. Wie soll ein Tod die gute Luft genießen können, wenn er sich in einem giftigen Sumpf wie diesem hier befindet? Jedenfalls ist dieser Wald absolut nicht mehr entspannt. Da bin ich sicher. Aber eins sage ich dir, diese Veränderung kam ziemlich plötzlich. Oh, danke. Na, jedenfalls habe ich gehört, dass einige Toads diesen Wald wirklich toll finden, aber ich schätze, das Leben im Wald ist mir zu langsam. Irgendwo ist es sicher spannender als hier, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Okay, wir haben hier zwei Ziele. Uns fehlt auch noch ein Wigglerchen. Ein Wiggler-Segmentchen. Das sieht verdächtig aus da an der Wand. Ja, ich will da was abziehen. Das kann doch nicht richtig sein. Ach, guck mal, guck mal. Da ist ein Loch, das sieht man nur ganz schwer. Nein, geh weg. Na, sieh mal einer an. Hier könnte man lang, da wackelt was. Da ist eine geheime Tür. Da, los. Ein Münzchen, okay. Mal sehen, was uns die geheime Tür beschert. Wo habe ich denn mein Türchen? Da. Wir müssen dann auch mal wieder Türen nachkaufen. Denn jetzt habe ich keine mehr. Ein Luftballon. Cool. Und Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Ich gehe mal
dreisterweise hier runter, obwohl... Na, hier, schau mal, das sieht auch so verdächtig aus. Da ist auch tatsächlich ein Loch drin. Moment, ich spring mal kurz hier runter, denn hier waren wir gar nicht. Es gibt auf einmal so viel zu entdecken. Ganz plötzlich. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Der Baum hat gewackelt. Warte. Vielleicht ist da ein Segment drin. Na, lass das. Ich wollte doch nur gucken, was da im Baum ist. Was hier los ist? Okay, ich höre hier das Ziel. Das sieht auch wieder verdächtig aus. Ne? Ist aber nichts. Ist aber nichts, habe ich gesagt. So, hier haben wir das eine Ziel. Na gut, wir nehmen das jetzt einfach mal. Obwohl... Hier waren wir noch nicht. Da auf der Seite waren wir schon, aber hier noch nicht. Ach Mann, diese 3 Milliarden Wege. Sehr geil. Nein, warte. Habe ich den jetzt... Ach, hier sind wir. Ach so, okay. Okay, dann gehen wir erstmal in das eine Ziel. Nee. Hau ab. Da, Mist. Ich konnte nicht sehr gut ausweichen. Gehen wir erstmal hier rein. Wo ist dieses Segment? So, den 5er möchte ich noch. Ja. Ah, jetzt kann man nach da oben. Schaumkronenstrand. Hallo. Wir sind am Strand. Ist das nicht schön? Eine Uhr! Eine Taschenuhr, um genau zu sein. So, ich glaube nicht, dass es hier eine geheime Tür gibt. Sah bis jetzt nicht so aus. Aber da hinten haben wir einen Freund. Hallo. Du da. Komm da weg. Oh. Okay. So, und... Ups. Mehr ist hier erstmal nicht. Ah, doch, Gift ist hier. Na gut. Erstmal zurück zur Karte. Und wir können mal noch schnell den anderen Weg freimachen, ne? Kann man denn jetzt dahin? Ich glaube, ja. Diese hocherotische Musik immer in diesem Wald. Geh weg. Ja. Ach ja, dieses Ziel. Stimmt ja. Das erklärt uns aber immer noch nicht, wo das zweite Wiggler-Teil ist. Das letzte, nicht das zweite. Damit hätten wir das Level so erstmal komplett. Ich guck noch mal kurz, ob der sich nicht doch irgendwo in einem Baum versteckt. Ansonsten erledigen wir das in der nächsten Folge. Weil bisher haben wir ihn ja nicht gefunden. Man kann ja hier hoch. Aber er ist ja nicht da. Und ich finde die Sumpflöcher an der Wand extrem komisch. Kann man die echt nicht abziehen?
Haken. Ich kann mich hier ja nicht bewegen oben. Das ist alles sehr mysteriös. Hier ging's runter, ne? Ja. Wiggler-Segment? Yeah. Geh weg. Vielleicht ist es das da oben, der Baum. Nee, ist er nicht. Glaube ich nicht. Oh, wir haben einen Gegner mit rausgelockt. Nee, dafür haben wir jetzt noch ein paar Sticker. Na gut, dann würde ich sagen, klären wir das in der nächsten Folge. Ja, ja. Oder gibt's hier noch was zu tun? Nee. So jedenfalls nicht. Gut. Gut, gut. Obwohl, so gut ist es ja nicht, dass wir gerade nicht weiterkommen. Also, dann halt nicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.